Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test hier auf Graphix. Ja, ihr seht es momentan schwarz, ja, das ist bewusst, weil dieses Mal ist es eine Special-Folge von Let's Test. Warum Special-Folge? Einfach weil ich dachte, ja, das wollte ich hier schon mal länger machen und dadurch, dass ich es zeitlich nicht so geschafft habe, ein neues Spiel aufzunehmen, nehme ich jetzt einfach mal das als Special-Folge. Und zwar, ich begrüße euch gleich nochmal, nicht wundern, aber es gab mal eine Let's-Test-Folge, die ich niemals hochgeladen habe. Oh gut, es gibt davon mehrere, wo ich gesagt habe, nö, die möchte ich nicht hochladen. Und da gibt es jetzt eine ganz bestimmte von einem Spiel namens... da hat auf einmal das Video gestartet. Genau, namens Ultimate Epic Battle Simulator. Ja, so heißt das Spiel, was ich da aufgenommen habe. Das Video dauert 10 Minuten, also das Let's Test, das war eigentlich nur so ein Kurz-Let's Test. Ich hatte auch keine Ahnung genau, wie das Spiel funktioniert. Deshalb habe ich es dann eigentlich auch abgebrochen. Aber ich dachte mir, hey, vielleicht will es ja doch jemand sehen, wie kompliziert das Spiel ist. Die Aufnahme ist vom 4.6.2017, bedeutet, das Spiel ist nicht mehr aktuell, also das Video. Das Spiel im Video ist nicht mehr aktuell, also nicht wundern. Aber sonst sieht es eigentlich ganz normal als Let's Test. Audioqualität ist auch nicht so, wie sie jetzt gewohnt ist, eben weil alles so früher war, also back to the roots. Gut, dann würde ich jetzt auch sagen, viel Spaß beim Let's Test mit der Folge, die nie kam, dauert 10 Minuten, danach rede ich noch etwas. Und ja, viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test hier auf Graphix. Ja, wir spielen heute das Spiel Ultimate Epic Battle Simulator. Jetzt habe ich irgendwie versucht, das mit der Musik irgendwie hinzubekommen. Warum starte ich im Hauptmenü? Weil die Musik aber so cool ist. Ich finde die Musik, die jetzt gerade im Hintergrund einfach so cool gemacht. Ultimate Epic Battle Simulator. Was ist das Spiel? Das Spiel, da kann man einfach solche Kämpfe, ultimative, epische Kämpfe nachstellen. Und ja, das ist eigentlich ganz kurz erklärt, das Spiel. Und ich schaue mal kurz in die Option, ob ich hier noch irgendwas ändern kann. Ich kann hier zum Beispiel noch auf Ultra drehen, interessant. Und das war's auch schon. Okay, dann klicken wir gleich mal auf Start Game. Und ja, was sehen wir hier? Ich kurz ein bisschen bei euch leiser. Hier sehen wir die Karte. Ich habe das noch nicht gestartet. Was kann ich hier machen? Battle Team 1. Ja. Hier kann ich. Okay, hier kann ich. Ah, stimmt. Ja, man kann wirklich die Kämpfe nachstellen und so. Man kann hier jetzt. Man kann hier so Teams festlegen, anscheinend. Wer das alles, wer was ist. Und die kann man kämpfen lassen. Man kann die einstellen, wie stark jeder ist und so. Da kann man wirklich das ganz genau so, wie man es haben möchte, machen. Ich würde sagen, wir klicken einfach mal Startbattle. Und. Ja, ich kann nichts machen. Okay. Anscheinend muss ich da etwas festlegen. Dann würde ich sagen, haben wir mal ein. Ich nehme einfach irgendwas, die Heroes kommen auch nochmal, die stelle ich dahin. Ich weiß nicht genau, was mir das jetzt bringt, aber... Ich drücke einfach mal Startbattle, ich habe jetzt irgendwas eingestellt. Hier sehen wir auch schon die Schlachten hier. Kann man viel machen. Und ja, Ladebildschirm. Okay. Starting units, please wait. Team 1 und Team 2. Also zwei Teams und... Okay, wir sind jetzt hier anscheinend im Battle. Hier sind welche und hier die 10 Kämpfer gegen diese Kämpfer hier. Huch, ich bin das Spiel rausgetappt. Gegen diese Masse hier und ob das wirklich schaffen... Ich glaube ja nicht, aber mal schauen. Ich drücke einfach mal eine Karte zum Start Battle.
Okay. Ich tapp ständig das Spiel raus. Das ist irgendwie blöd. Okay, sie kämpfen hier. Und die epische Schlacht und die Heroes. Sie machen sie alle fertig. Und die haben keine Chance. Die Gegner, die Heroes, die sind einfach unschlagbar. Man sieht hier, wie sie kämpfen. Ja. Man sieht. Die Heroes sind anscheinend sehr gut. Man sieht, wie sie einfach alles kaputt machen. Ich klicke mal N. Oh. Und damit ist es vorbei. Okay. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich schon langsam das Spiel. Oh Gott, hier sind alle tot. Wollte ich nicht, sorry. Ein paar haben noch überlegt. Überlebt. Ist mir egal. Ich töte jeden. Ich töte jeden. Ich mache hier Naturkatastrophen nacheinander. Ich töte hier alles, was hier noch geht. Okay. Okay, hier kann man Cinematic Mode machen und... Ja, ich habe es mir jetzt mal kurz angeschaut. Okay, jetzt verstehe ich schon langsam, wie es funktioniert. Dann probieren wir es mal weiter aus, jetzt so eine richtig gute Schlacht irgendwie hinzubekommen. Mal Start. Also wir haben dann hier... Okay. Wir haben sogar eine Burg. Okay. Dann würde ich sagen, die Heroes... greifen dann... Na okay, das sind die Heroes. Und... das sind... die hier. Das Team One. Die haben von den... gehört auch zu Team 1 dazu. Davon haben sie auch noch... Ich mache hier noch ein paar dazu hin vielleicht. So ein Archer mache ich auch noch hin. Davon mache ich 5 Archer. Und... 20 solche Dinge. Ich probiere es einfach nur mal so aus. Ich probiere einfach aus, was ich hier machen kann. Heroes. Genau, das sind 10. Und die Archer, die halten die Position. Da mache ich noch einmal welche. Die Evil. Davon sind es auch 20. Stelle ich auch noch hier hin. Ich würde sagen, wir starten Battle. Ich weiß nicht genau, was man hier so machen kann. Man kann hier viel ausprobieren. Ich werde es mal am besten nochmal für die zweite Folge von Let's Test dann genauer anschauen. Denn ich möchte gerne etwas ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie ich da genau hinkomme. Deshalb schaue ich mir das dann in der zweiten Folge an. Gut, wir haben hier die Ritterburg. Ja, und schauen, was passiert. Ich würde sagen, wir starten das Battle und obwohl ich schaue es mir einmal noch kurz an. Wir sollten hier glaube ich noch welche drinnen haben. Genau, ja, ist halt ein bisschen blöd positioniert. Aber ich drücke einfach mal Start Battle. Zu schauen, was passiert. Die machen auch etwas. Okay, da die kämpfen gerade gegen Zombies, also die wollen gegen Zombies kämpfen. Schauen, ob sie es schaffen. Oh, okay. Ich kann sogar der Typ sein. Anscheinend. Nur es ist ein bisschen blöd, weil ich ständig aus dem Spiel raustappe. Weil... ja. Okay, ich habe jetzt einmal kurz rausgetappt, also ist wieder aus dem rausgegangen. Ich weiß nicht genau, was das jetzt ist, aber ja, mal schauen. Die greifen hier weiter an, sie gehen hinauf. Schauen wir mal, ob sie es schaffen. Die Zombies haben sie auf jeden Fall besiegt. Schauen wir mal, ob sie es auch schaffen. Ich muss jetzt mal mit der Steuerung klarkommen. Jetzt habe ich irgendeine Kamerafahrt aktiviert. Ich würde gerne irgendwie in die Höhe.
Ich tapp ständig aus dem Spiel raus, das ist das Problem. Man muss sagen, das Spiel ist noch Early Access. Also kann auch viel passieren. Schauen wir, was hier jetzt passiert. Wir verfolgen sie einfach mal. Okay, das Spiel ruckelt kurz. Okay. Ja. Okay, hier sind schon die ersten Leute. Und die Archer natürlich. Aber die haben keine Chance. Gut, wow. Anscheinend gewonnen. Okay, So, das war jetzt das letzte mit der Folge, die nie kam. Man merkt, es ist ein bisschen kompliziertes Spiel und ich habe mich nicht so wirklich ausgekannt. Aber ja, mal schauen. Vielleicht werde ich das Ganze nochmal als letztes Test spielen, vielleicht sogar schon als nächstes. Gibt es vielleicht schon ein Tutorial und alles. Und ja, ich hoffe, euch hat die kleine Special-Folge gefallen. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Let's Test. Diesmal dann auch ein richtiges Let's Test. Dankeschön und tschüss.